Guten Tag, ich bin Dilana Filipova, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Ärzte gegen Tierversuche und ich möchte heute über ein Thema sprechen, das in dem letzten Jahr sehr viel Aufmerksamkeit geweckt hat, nämlich das Thema über die Corona-Impfstoff und Tierversuche. Ich werde kurz erklären, was für Tierversuche für diese Corona-Impfstoffe gemacht worden sind, was war die Rolle von den Tierversuchen, was war die Rolle von den tierversuchsfreien Verfahren und am Ende der Präsentation möchte ich einige Aussagen von Tierversuchsbefürwortern kommentieren und erklären, warum die Tierversuche der falsche Weg in der Coronavirus-Forschung und in der Biomedizin sind. Am Anfang 2020 ist es sehr schnell erkannt worden, dass es keine Tierarten gibt, die sich wirklich für die Corona-Forschung eignen. Die üblichen Tierarten wie Mäuse und Ratten können sich überhaupt nicht mit dem Virus infizieren. Und es scheinte, dass das Virus sehr gut spezialisiert auf seinen Wirt, also auf den Menschen war. Das Problem war, dass die üblichen Prozesse für die Impfstoffentwicklung langwierige und ineffiziente Tierversuche beinfassen. Und die Weltgesundheitsorganisation hat eine Expertenkommission gegründet mit Wissenschaftlern aus 15 Ländern und 60 Organisationen, die viele verschiedene Tierarten untersucht hatten und die mussten quasi eine gute Tierart oder mehrere Tierarten finden, die sich für die Corona-Forschung eignen. Ihre Ergebnisse wurden am Ende 2020 publiziert. Und zusammengefasst, die haben gefunden, dass es keine Tierart gibt, die alle menschlichen Symptome von Covid-19 entwickelt. Es gibt auch keine Tierart, die die schwere und tödliche Symptome entwickelt. Und keine andere Art, also keine Tierart, entwickelt dieses große Spektrum von Symptomen. Einige Parameter sind in dieser Tabelle von dem Bericht zusammengefasst. Ich möchte hier nicht so viel im Detail gehen, aber nur bemerken einige wichtige Sachen. Zum Beispiel, wir wissen, dass das Coronavirus mehrere Organe bei Menschen befallen kann. Bei Tieren ist es aber nicht so. Also es gibt kein Tier, das dieses Organbefall zeigt. Und es gibt sehr wichtig auch kein Tier, bei dem diesen Art-Syndrom hier rechts unter Pneumonia, diesen akuten Atemnot-Syndrom zeigt, was natürlich für die meisten schwer erkrankten Patienten fatal sein kann. Momentan befinden sich laut der Weltgesundheitsorganisation 285 Impfstoffe in der Entwicklung. Circa 2 Drittel davon sind in der präklinischen Phase und 1 Drittel sind in der klinischen Phase. Die präklinische Phase ist die Phase, in der normalerweise die Tierversuche für die Testung von der Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen und Medikamenten durchgeführt werden. Und normalerweise müssen diese Tierversuche erfolgreich beschlossen werden und die Daten müssen analysiert werden, damit der Impfstoff da zum Beispiel in die klinische Phase dann an Menschen getestet werden darf. Jetzt ist dieses Prozess ein bisschen anders gelaufen und wir werden gleich sehen, was war genau der Zeitverlauf von den Corona-Impfstoffen. Es gibt momentan 4 Corona-Impfstoffe, die in der EU zugelassen sind. Da sind die Impfstoffe von BioNTech und Moderna, die sind RNA-basiert. Und die anderen 2 sind die Impfstoffe von AstraZeneca und Janssen oder Johnson & Johnson. Die sind vektorbasiert oder adenovirusbasiert. Und an dieser Stelle möchte ich eine kurze Anmerkung machen. Hier bei AstraZeneca steht in Klammer Schimpansen. Das bedeutet nicht, dass Schimpansen für die Herstellung von diesem Impfstoff verwendet werden. Sonst, dieses Virus,
den Impfstoff trägt, wurde ursprünglich aus Kotproben von Schimpansen in den USA in den 60er Jahren isoliert. Aber seitdem wurde dieses Virus weiter in Zellkulturen propagiert. Also es werden keine Schimpansen momentan verwendet. Im März 2020 hat die Weltgesundheitsorganisation ein Dokument erstellt, eine sogenannte Roadmap, welche Schritte für die Corona-Forschung und für die Impfstoffentwicklung vorgesehen sind. Und dieses Dokument beinhaltet viele Tierversuche. Anforderungen von der Weltgesundheitsorganisation international sind auch sehr wichtige Punkte für die Impfstoffentwicklung im Allgemeinen. Es gibt auch andere internationale Anforderungen und Regelungen, wie diese zum Beispiel von den europäischen Arzneimittelbehörden. Und hier in Deutschland ist das Paul-Ehrlich-Institut die deutsche Impfstoffbehörde. Und im März 2020 haben sich mehrere regulatorische Behörden zusammengeschlossen, um die globalen Anforderungen für die Tierversuche bei der Entwicklung von Corona-Impfstoffen bestimmt. Das heißt, genau weil dieses Prozess jetzt schneller als normalerweise laufen musste, durften einige Tierversuche sehr schnell gemacht werden oder dann erstmal gar nicht gemacht werden und dann später gleichzeitig mit den klinischen Prüfungen an Menschen gemacht werden. Es war wichtig, dass vor Phase 1 die Immunantwort von den Impfstoffen an Tieren getestet werden sollte. Es war auch gewünscht, dass vor Phase 1 die Möglichkeit von einer versteckten Erkrankung, die sogenannte VD, analysiert werden muss. Das ist Vaccine-Associated Enhanced Disease und es ist ein großes Bedenken bei Impfstoffen gegen Coronaviren. Und es war auch beschlossen, dass Tierversuche für die Wirksamkeit von diesen Impfstoffen erst später durchgeführt werden durften. Und ich möchte jetzt diese vier Impfstoffen einzeln mir anschauen und kommentieren und schauen, was für Tierversuche für jeden Impfstoff durchgeführt sind. Erstmal der Impfstoff von BioNTech. Auf der Seite von BioNTech gibt es eine gute Timeline, der zeigt, was wann gemacht worden ist. Es wurden insgesamt 96 Mäuse, 204 Ratten und 21 Affen für die Entwicklung von diesem Impfstoff verwendet. Und wie man hier sieht, die Struktur von diesem Impfstoff wurde im Januar 2020, also sehr schnell nach die offizielle Anmeldung, also die offizielle Veröffentlichung über die Coronavirus, also sehr schnell danach wurde die Struktur von diesem Impfstoff bestimmt mittels verschiedenen Computeralgorithmen und mittels Plattformen, mit denen BioNTech schon andere Produkte entwickelt. Und wichtig dafür ist, es werden keine Tierversuche gemacht, um die Struktur von diesem Impfstoff zu bestimmen. Also die Tierversuche haben uns quasi nicht den Impfstoff oder seine Struktur irgendwie gegeben. Also die haben tatsächlich erstmal nicht nur einen Impfstoff entwickelt, sondern mehr als 20 Impfstoffkandidaten, die mittels schnelle Assays auch, soweit man schätzen kann, nicht mit Tieren gemacht werden sind. Also diese 20 Kandidaten wurden dann getestet. Und von diesen 20 Kandidaten wurden 4 Kandidaten ausgewählt, die an Menschen getestet sind. Und die wurden vor der ersten klinischen Phase
an Mäusen getestet, also für die, um die Immunantwort zu zeigen. Die wurden auch an Ratten getestet. Und ich möchte nochmal betonen, dass diese Tierarten keine natürliche SARS-CoV-2-Infektion entwickeln können. Also ob man da bestimmte Reaktionen beobachtet oder nicht, kann keine Vorhersage über die Situation in Menschen bringen. Dann in April 2020 hat die erste klinische Phase mit ca. 400-500 Menschen angefangen. Und in Juli wurden zwei von diesen vier Kandidaten ausgewählt, hier BNT162, B1 und B2. Dann Ende Juli wurde die große klinische Phase 3 mit über 30.000 Menschen, also eigentlich es war letztendlich mit über 40.000 Menschen geplant. Und in August hat BioNTech angekündigt, dass sie sich für den Kandidat B2 entschieden haben, nachdem sie die klinischen Daten von den beiden Kandidaten B1 und B2 verglichen haben. Und im September wurden Daten aus Affenversuchen publiziert. Die Affenversuche wurden gleichzeitig mit den ersten Testungen an Menschen durchgeführt, also während mehrere hundert Menschen verimpft worden sind, wurden 9 Affen auch mit dem Impfstoff behandelt und dann künstlich infiziert und untersucht. Und in der Veröffentlichung steht auch, dass die beiden Impfstoffkandidaten ähnlich gut waren bei den Affen, aber dass BioNTech sich für diesen B2-Kandidat entschieden hat, weil er bei Menschen verträglicher war, was natürlich auch Sinn macht. Das zeigt, wie absurd in diesem Fall die regulatorischen Voraussetzungen sind, dass die Impfstoffe an Affen getestet werden mussten, obwohl es schon Daten aus mehrere hundert Menschen gab. Über die Herstellung von diesem Impfstoff wird in vitro hergestellt und es kann sein, dass einige tierische Materialien in der Herstellungsprozess verwendet werden, aber es ist unklar, ob die verwendet werden und welche. Und hier an einer Stelle auch eine kleine Meldung über die Verwendung von einer In-vitro-Methode, also eine tierversuchsfreie Methode mit Blut von geimpften Menschen, hat im Februar 2021 gezeigt, dass der Impfstoff sehr wahrscheinlich auch gegen bestimmte Virusvarianten wirksam ist bei Menschen. Und es gab am Anfang des Jahres auch einen kleinen Skandal über die Tierversuche von BioNTech, die anscheinend beim LPT-Labor hier in Deutschland gemacht worden sind. Also vielleicht erinnern sich einige, das LPT-Labor war in den Nachrichten 2019/2020 wegen die aufgedeckte Tierquälereien und BioNTech hat sich dann sehr schnell von dieser Geschichte distanziert. So, jetzt kommen wir zu dem zweiten Impfstoff. Moderna hat eine sehr ähnliche Entwicklung, sehr ähnliches Timeline wie BioNTech. Früher im Januar wurde die Struktur von diesem Impfstoff bestimmt, auch ohne Tierversuche. Dann wurde dieser Impfstoff in vitro charakterisiert, also das heißt in Zellkulturen, nicht an Tieren. Im Februar wurde der Impfstoff an Mäuse getestet innerhalb von nur 2 Wochen, um zu sehen, ob eine Immunantwort zu sehen war. Die Toxikologie, also die Giftigkeit, wurde an Ratten überprüft, aber es nicht und auch an Hamster, aber es ist auch nicht klar, an welchem Zeitpunkt genau. Und dann einen Tag, nachdem die große klinische Phase 3 angefangen hat, wurden die Daten von Affenversuchen mit dem modernen Impfstoff publiziert. Und
Man hat gesehen, diese Affenversuche sind auch im Parallel mit den klinischen Studien Hunderte oder Tausende von Menschen gelaufen. Also hier gibt es auch die gleiche regulatorische Absurdität. Der Impfstoff von Moderna wird auch in vitro produziert und bei ihm werden keine tierischen Komponenten verwendet. Und ich möchte hier ein interessantes Zitat von dem europäischen Auswertungsbericht von diesem Impfstoff zeigen. Man kann hier lesen, dass die Kommission, die bei der Europäischen Arzneimittelbehörde für die Humanmedikamente zuständig ist, hat beschlossen, dass heutzutage es keine Tiermodelle gibt, die ein Risiko von einer verstärkten Erkrankung vorhersagen kann. Also es gibt keine Tierarten oder keine Tiermodellen, die diese Problematik zuverlässig angehen können. Und wenn Sie sich erinnern, das war einer von den Hauptpunkten, der analysiert sein musste. Und ähnlich wie bei BioNTech hat Moderna auch einige In-vitro-Untersuchungen gemacht mit Blut von geimpften Menschen und hat dieses Jahr gezeigt, dass sein Impfstoff auch gegen bestimmte Virusvarianten vermutlich wirksam ist. Der nächste Impfstoff ist von AstraZeneca. Hier gibt es kein Timeline, aber man hat Informationen trotzdem von den verschiedenen Veröffentlichungen, waren, was gemacht worden ist. Also die Struktur von diesem Impfstoff wurde auch ohne Tierversuche bestimmt und basiert auch an vorherigen Erfahrungen und vorherigen Impfstofftechnologie, die AstraZeneca für einen experimentellen Impfstoff für MERS verwendet hat. Kurz vor der ersten klinischen Phase gab es hier Versuche an Mäusen und Affen, die die Immunantwort und die Wirksamkeit von dem Impfstoff testen mussten. Und während die Phase 2-3 wurden Versuche an Mäusen und Schweinen durchgeführt, um die beste Impfdosis zu finden oder die beste Impfschema. Es wurden auch Versuche an Frettchen gemacht, um die Immunantwort zu analysieren und um die Wirksamkeit zu analysieren. Aber es ist nicht klar, an welchem Zeitpunkt die durchgeführt worden sind. Die Giftigkeit wurde in Mäusen analysiert und es werden hier einige chemische Materialien und Komponenten bei der Herstellung verwendet. Der nächste Impfstoff ist der von Janssen oder Johnson & Johnson. Seine Struktur wurde auch ohne die Anwendung von Tieren erstmal bestimmt und basiert auch teilweise an vorherigen Erfahrungen mit dem Impfstoff für Ebola und mit einem experimentellen Impfstoff gegen HIV. Janssen haben am Anfang 7 Impfstoffkandidaten entwickelt und in vitro getestet und dann auch an Mäuse getestet. Und die haben den ausgewählten Impfstoffkandidat vor der Phase 1 an Mäusen und Affen getestet. Während die Phase 1-2 im Juli wurden über 1000 Menschen geimpft. Und nach dieser Phase wurden auch weitere Versuche in Hamster gemacht für die Prüfung von Wirksamkeit und Nebenwirkungen. Es wurden auch Versuche an Kaninchen durchgeführt, aber es ist nicht klar, an welchem Zeitpunkt genau. Und auch hier werden einige tierische Komponenten, wie Komponenten aus Kuhmilch, für die Herstellung von dem Impfstoff verwendet. Und in dieser Tabelle
sind alle Informationen bisher zusammengefasst über diese vier Impfstoffe. Man sieht, dass es sehr heterogen aussieht. Also bei jedem Impfstoff gibt es Tierversuche, die nach die ersten Untersuchungen bei Menschen gemacht worden sind. Es gibt auch keine Einheitlichkeit über welche Tierarten verwendet werden. Zum Beispiel hier AstraZeneca verwendet Schweine und Frettchen, Janssen verwenden Kaninchen. Und das macht der Vergleich von diesen Daten sehr schwierig. Und ein anderes Aspekt, das die Tierversuche betrifft, ist die Chargenprüfung. Also die Impfstoffe, also nicht nur gegen Corona, sondern alle Impfstoffe, werden so reguliert, dass jede Charge, also jede Produktionseinheit getestet wird. Und diese Testungen beinhalten häufig Tierversuche bei der Testung von der Wirksamkeit und von der Sicherheit. Und glücklicherweise ist jetzt bei allen vier Impfstoffen so, dass die tierversuchsfrei getestet werden. Wobei bei der Sicherheitsprüfung der sogenannte LAL-Test eventuell stattfinden kann. Der wird mit Blut von Pfeilschwanzkrebsen durchgeführt, was natürlich eine sehr große Belastung für diese Tiere ist. Sie werden wild gefangen und ihnen wird ein Drittel des Blutes abgezapft. Es gibt aber auch eine tierversuchsfreie Methode, die offiziell zugelassen ist und diesen Test ersetzen kann. Aber es ist noch nicht klar, ob und welche von den Firmen die tierversuchsfreie Methoden benutzen und welche dieser klassische Test mit dem Blut verwenden. Und ja, wir haben auch gesehen, manche Impfstoffe beinhalten einige tierische Komponenten und der von Moderna zum Beispiel nicht. Und jetzt komme ich zu den NATs, also die Non-Animal Technologies. Ich kann hier leider nicht im Detail alles besprechen, aber ich möchte kurz nur einen Überblick schaffen. Erstmal in unserem Datenbank für Non-Animal Technologies, in unserem NAT-Datenbank, gibt es zurzeit 60 Einträge, die tierversuchsfreie Modelle für die Corona-Forschung beschreiben. Aber es gibt auch viele andere, die wir noch nicht in der Datenbank eingepflegt haben, die verschiedene Aspekte von dem Coronavirus und von der Suche nach Medikamenten und Impfstoffen sich damit beschäftigt haben und dafür beigetragen haben. Eine Kategorie, ein Beispiel sind Human- und Bevölkerungsstudien, die waren auch sehr wichtig, um die Symptome von Covid-19 zu beschreiben und zu sehen, welche Organe bei Menschen befallen werden. Solche Studien haben auch direkte Informationen gegeben über die Virussequenz und was für Virusvarianten es gibt. Es gibt auch mindestens 10 humane Organoide oder sogenannte Mini-Organe und dreidimensionelle Gewebemodelle, die sich mit dem Coronavirus infizieren lassen. Und diese Modelle haben sehr wichtige Erkenntnisse erzielt. In solchen Modellen wurde es zum Beispiel hier zum ersten Mal bewiesen, dass das Coronavirus auch Neuronen, also menschliche Nervenzellen und Darmzellen auch infizieren kann. Es gibt in Silico-Studien, die viele Aspekte von der Corona-Pandemie analysieren können. Die können zum Beispiel analysieren, wie sich das Virus verbreitet. Sie können auch mehrere Tausende von Medikamenten und Substanzen gleichzeitig screenen und auswerten und Aussagen machen, welche Substanzen sich eventuell als Medikamenten eignen würden. Es gibt auch verschiedene In-vitro-Studien, auch mit Proben aus Menschen, wie diese Studien
mit Blut von geimpften Menschen mit den Impfstoffen von BioNTech und Moderna zum Beispiel. So, das zeigt uns hier erstmal nur sehr, sehr schnell, dass es viele innovative, leistungsstarke und menschenrelevante tierversuchsfreie Methoden gibt. Und diese tierversuchsfreien Methoden sind deutlich wichtiger und machen deutlich bessere Vorsagen für die Menschen als Tierversuche. Das ist jetzt erstmal zu dem Thema Impfstoffen alles. Wenn jemand sich noch für weiter interessiert oder weitere Informationen bekommen möchte, kann sich dieses Video auf unserer Webseite anschauen, oder wir haben auch die Rubrik Corona und Tierversuche, wo wir Neuigkeiten und Informationen über diese Problematik verfassen. Und in den letzten zwei Folien möchte ich einige Kommentare von Tierversuchsbefürwortern kommentieren. Ein Kommentar ist, dass vorherige Tierversuche mit dem ersten Coronavirus von 2002 hilfreich waren, weil es bereits bekannt war, welche Tiermodelle für das aktuelle Coronavirus geeignet waren. Das ist falsch. Es wurde nicht bewusst, man wusste nicht, welche Tierarten sich für die Corona-Forschung eignen. Deswegen hat die Weltgesundheitsorganisation diese Studie gemacht, und deswegen, wir haben auch gesehen, dass keine Tierarten eigentlich die ganze Symptomatik von den menschlichen Patienten entwickeln. Deswegen kann man von keinen geeigneten Tierarten überhaupt sprechen. Und ich möchte auch betonen, dass es auch Unterschiede zwischen dem ersten und zweiten Coronavirus gibt. Zum Beispiel das erste Coronavirus konnte auch Mäuse infizieren und dieses jetzt nicht. Das war auch ein Grund, warum am Anfang viele Tierversuche mit Mäusen gemacht worden sind. Und bei der Impfstoffentwicklung, wie wir gesehen haben, wurden alle Impfstoffe unter anderem an Mäusen getestet. Also das nächste Argument ist, wichtige Erkenntnisse über den Angriffspunkt AZ2 wurden durch Tierversuche für das erste Coronavirus erzielt. Das stimmt auch nicht. Also dieser Angriffspunkt wurde in Zellkulturen erstmal identifiziert. Ein weiteres Argument ist über die Rolle von den sogenannten humanisierten Mäusen. Also hier geht es um ein Mausmodell, das humane AZ2-Rezeptor beinhaltet, der Angriffspunkt für das Coronavirus. Und diese genmodifizierten Mäuse sind dann empfindlich für das Coronavirus. Aber es ist falsch, dass die wichtig für die Entwicklung von den Impfstoffen waren. Erstmal bei dem ersten Coronavirus, also die erste Coronavirus-Pandemie, war schon mehreren Jahren vorbei, als dieses Mausmodell entwickelt worden ist. Und man hat versucht, mittels dieses Mausmodell über einige Jahre bis 2012 einen Impfstoff für das erste Coronavirus zu entwickeln. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt für unseren heutigen Coronavirus, also von SARS-CoV-2, also kein von den Impfstoffen, der momentan auf dem Markt ist, hat dieses Mausmodell für irgendwelche Studien verwendet. Und ich möchte betonen, dass humanisierte Mäuse auch Mäuse sind. Also die sind nicht wirklich Menschen und die können auch keine Vorhersagen über die Reaktion bei Menschen geben. Ein weiteres Argument ist, dass auch wenn Mäuse und Ratten sich nicht mit dem Coronavirus infizieren lassen, wäre ihre Verwendung sinnvoll, um die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen zu testen.
weil das Coronavirus eine Immunantwort bei diesen Tieren verursacht. Da möchte ich sagen, ja, fast alle Viren, mit denen wir in Kontakt kommen, verursachen eine Immunantwort. Ja, zum Beispiel hier auch pflanzliche Viren, die für uns natürlich nicht gesundheitlich bedenklich oder gefährlich sind, verursachen eine Immunantwort. Aber das kann nicht Aussagen über eine Schutzfunktion von einem Impfstoff geben. Also nur, dass eine Immunantwort zu sehen ist, bedeutet nicht, dass die gleiche Immunantwort bei Menschen reproduzierbar wird und dass die Symptome von der Krankheit verhindert sein werden. Das nächste Argument ist, Frettchenaffen und Hamster können sich mit dem Coronavirus anstechen und eignen sich deswegen als Modelle für die Corona-Forschung. Wir haben am Anfang gesehen, auch diese Tiere haben keine robuste Symptomatik und keinen schweren Verlauf. Das wird übrigens auch in den europäischen Berichten und Dokumenten über die Testung von den Impfstoffen mehrmals beschrieben und diskutiert, dass die Affen zum Beispiel keine Krankheitssymptome aufweisen. Und auch unter diesen Tieren gibt es unterschiedliche Symptome und Reaktionen. Also keine Tierart kann eine zuverlässige Vorhersage über die Reaktionen von Menschen geben. Das letzte Argument ist, dass auch wenn die menschliche Reaktion stärker, schwächer oder leicht anders ausfallen als beim Tier, kann man die grundsätzliche Wirkung und Sicherheit des Impfstoffes bestimmen. Übertragen heißt nicht 1:1 nachmachen, sondern die gewonnene Erkenntnisse interpretieren und auf den Menschen anpassen. Okay, was ist stärker, schwächer oder leicht anders? Erstmal, vielleicht könnte man Aussagen machen über die bestimmte Tierart. Also wenn man einen Impfstoff an Mäusen testet, kann man vielleicht einige Aussagen über Mäuse treffen, aber nicht über Menschen. Und stärker, schwächer oder leicht anders, also es kann sein, dass ein Impfstoff zum Beispiel bei einem Tier, bei Maus zum Beispiel, sehr stark wirksam ist, aber bei Menschen kaum wirksam oder überhaupt nicht wirksam ist, oder bei einer Tierart stark, also leicht toxisch, leicht giftig ist, aber bei den Menschen doch stärker. Also man kann quasi mit dieser Aussage alle möglichen Reaktionen zusammenfassen. Und wir wissen, dass in der Medikamentenentwicklung mehr als 90% der Medikamenten und Giftstoffkandidaten, die wirksam und sicher bei Tieren sind, in den nachfolgenden klinischen Prüfungen mit Menschen scheitern. Und die Hauptgründe dafür sind, dass die Medikamente nicht wirken oder dass sie sehr starke Nebenwirkungen verursachen. Deswegen kann man auch nicht sagen, dass man die Erkenntnisse von den Tierversuchen den Menschen anpassen kann. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man aus diesem System Tierversuch aussteigt und sich auf bessere menschenbasierte Systeme und tierversuchsfreie Methoden konzentriert. Das war alles für dieses Thema. Ich bedanke mich für die Interesse für das Thema. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne EGT, also Ärzte gegen Tierversuche, anschreiben. Und ich werde versuchen, Ihnen zu antworten. Vielen Dank.